Auf los geht's los. Auf los geht's los, ja, und damit geht's los und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns im Autozentrum Duisburg. Heute gibt es eine Gebrauchtwagenvorstellung für euch, ein Opel Meriva, 1,6 Liter aus dem Baujahr 2009, relativ gutes Baujahr, Fahrzeug sehr sauber, mit 72.000 Kilometern gelaufen, nicht großartigen Schnickschnack an Ausstattung, das was er hat. Hat er natürlich, ne? Und darauf gehen wir heute so ein bisschen ein, um mal wieder eine Gebrauchtwagenvorstellung von uns zu zeigen. Aus dem einfachen Grund, wir haben aktuell, was wir mittlerweile selten haben, 5 Opel Meriva im Bestand. Kannst auf den mal da oben scannen. Da steht einer. Den zeigen wir euch heute. Ne? Also ist heute ein reines Werbevideo für uns, für das Unternehmen, um euch mal ein bisschen die Gebrauchtwagen vorzustellen. Wir haben hier einen stehen, der steht schon ein bisschen länger, haben wir relativ viel neu gemacht, ist inseriert. Der ist inseriert, den haben wir die Woche fertig bekommen, hat 99 gelaufen, ist nicht ganz so teuer, aber auch wirklich in einem super optischen und technischen Zustand für die Laufleistung, hat 99 gelaufen. Und wir haben hier noch, ne? Das Schmuckstück aktuell, schwierig im Moment zu bekommen, ein Innovation mit diesen lenkbaren Scheinwerfern, haben wir euch ausführlich bei uns auf dem Kanal schon gezeigt. Geil an dem Auto ist, ist zu, das ist nicht so geil, hat 44 gelaufen und ist ein Halbautomatik für die Leute, die Interesse haben. Bremse vorne ist übrigens nagelneu, kannst du mal zeigen, ne? Damit die Leute nicht immer denken, wir verkaufen Scheiße, ist eine nagelneue Bremse drauf, sind glaube ich auch, ne, da sind Winter- und Sommerreifen bei. Links zu allen Fahrzeugen packe ich euch jetzt hier oben einen Button rein, der erscheint jetzt hier, da könnt ihr draufklicken, kommt ihr direkt zu unserem kompletten Fahrzeugbestand. So, jetzt gehen wir weiter zu dem Fahrzeug, fangen wir direkt mal heute hinten an, ne? Fahrzeug hat Einparkhilfe, Sensoren hinten an der Stoßstange, kann man relativ gut erkennen. Kofferraum für die älteren Leute unter euch. Ich weiß, die Jüngeren interessiert das nicht, die haben damit nichts am Hut. Also sprich jünger als wir beide schon, Joren. Ne? Für mich ist sowas auch mittlerweile wichtig, wenn man mal weiter wegfährt. Fahrzeug hat ein vollwertiges Michelin-Reserverad, unbenutzt, nagelneu. Ne? Also Fahrzeug hat wahrscheinlich noch nie einen Platten gehabt. Bordwerkzeug liegt hier an der Seite, ist auch mit dabei. Kofferraum, denke ich mal, braucht man jetzt hier großartig nichts zu zeigen. Jeder, der sich für eine Meriva interessiert, weiß, was das Geile an einem Meriva ist. Ist halt der Kram, dass du die Rücksitzbank quasi verschieben und umlegen kannst. Die ist geteilklappbar und dass du halt einen relativ großen Laderaum hast, einen ebenen Laderaum, wo du auch mal einen Kühlschrank, eine Waschmaschine, XXL-Fernseher oder keine Ahnung was mit diesem kleinen Auto transportieren kannst. Das ist der Vorteil an dem Meriva. So, Gesamtzustand, weiß nicht, ob wir euch das zeigen können auf der Kamera. Joren kann die Bauteile mal einzeln abfilmen. Ich gehe mal mit euch rum, schau mal mit euch rum, wo wir eventuell großartige Beulen, Kratzer, Beschädigungen haben. Sehe ich hier nichts. Hier ist das Spaltmaß zum Beispiel nicht ganz so schön, das sei vielleicht minimal erwähnt. Kann aber so ein Auto mit der Laufleistung aus dem Baujahr haben. Hier ist nichts, Motorhaube sieht Taco aus, Tür sieht Taco aus, die Tür sieht auch Taco aus, Spiegel sahen beide Taco aus, Dach sieht super aus, ist nicht ausgeblichen, ne? Viele Merivas, die lange und viel in der Sonne standen, haben ja das Problem, dieses Ausbleichen oder dieses Aufplatzen von dem Klarlack. Ne? Haben wir viele, auch Opel Corsa mittlerweile. Die Fahrzeuge können wir halt aktuell ja nicht kaufen. Kann man kaufen, gibt es auch teilweise Fahrzeuge mit einem geringen Kilometerstand, die aber halt draußen standen, die lacktechnisch scheiße aussehen. Und ja, kriegen wir natürlich nicht verkauft. Ne? Von euch kommt natürlich keiner, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, das Auto wäre ein Tausender billiger und das Dach wäre dafür ausgeblichen und die Motorhaube, ne? Wir haben aktuell kein vergleichbares Fahrzeug, wo wir euch das zeigen können, wie sowas aussieht, ob ihr sowas kaufen würdet und dafür 1000 Euro sparen würde. Würde mich mal interessieren, ob wir sowas dann auch mal kaufen können. Ne? Also einer, der optisch schlecht aussieht, wo man dann aber halt eine ganze Ecke Kohle spart. So, wo sind wir stehen geblieben? Wo sind wir denn stehen geblieben? Genau, wir zeigen erstmal den Motor, der da drin ist. Also aktuell, was wir aktuell kaufen, alle Opel Meriva, die bei uns aktuell stehen, haben den, ich will es nicht sagen, großen Motor drin, den mittleren Motor drin. Es gibt dann den 1,4er mit Steuerkette, den 1,6er mit 105 PS und den 1,8er mit 125 PS. 1,4er Steuerkette für die, die es nicht wissen, 1,6er Zahnriemen und 1,8er auch Zahnriemen. Hier ist der 1,6er Motor mit 105 PS drin, läuft Taco, sieht auch für die Laufleistung noch relativ ordentlich aus. Klimaanlage mit an Bord, die auch funktioniert. Ja, so viel zum
Ja, Meriva. Ne? Hier kann man mal ganz schön zeigen, wie die damals noch gearbeitet haben. Das hat man heute nicht mehr. Hier ist überall noch richtig Wachs reingeknallt worden, auf die Bleche, zwischen die Bleche. Das siehst du heute nicht mehr. Ne? Der Johann auch aktuell, so einen alten A6. Ne? Hast du dich letztens gewundert, was hinten rausläuft? Lief schön der Hohlraum, Wachs, Kram, Konservierung, was weiß ich, was hinten aus der Stoßstange, beziehungsweise aus der Heckklappe raus, die Stoßstange runter. So, so viel zum Motor. Dann lasse ich den Johann mal hier rein. Dann zeigen wir euch erstmal hinten kurz, also wirklich gepflegter Zustand. Hier gibt es nichts zu meckern. Hier unten nichts irgendwie abgegrabbelt, draufgestanden, mal irgendwie mit den Füßen oder was ein, ausgeladen. Nichts verkratzt. Dachhimmel ist super sauber. Ne? Die Merivas auch mal an der Stelle jetzt sei gesagt, oder Opel allgemein hat auch gar keine Probleme, dass die Dachhimmel runterkommen. Ne? Viele Hersteller haben heute Probleme, dass die Dachhimmel runterkommen. Opel hat da wirklich einen Dachhimmel verbaut, der nicht runterkommt. Also wir hatten jetzt noch keinen Opel hier bei uns, wo der Dachhimmel runterkommt. Klarer Pluspunkt gegenüber allen anderen Herstellern, ne? Weil das ist heute nervig. Können wir mal zeigen, ich zeig das mal. Wir sind ja ehrlich hier und fair bei uns auf dem Kanal, ne? Hier Golf, brauchst du nur oben in die Mitte zeigen. Gibt es mittlerweile eine Abhilfe, die werden wir hier verbauen, kann man ja reicht schon relativ gut sehen, dass sich halt der Dachhimmel löst. Und da gibt es mittlerweile wirklich viele Hersteller, die Probleme damit haben, wenn man bedenkt, dass das Auto sogar neuer ist als wie der Meriva. Ne? Allwetterreifen drauf, wichtig für die meisten, TÜV bis, warte, mein Spickzettel, 5,26, also relativ ausreichend TÜV. Ne? Wer da trotzdem sagt, ich will einen neuen TÜV haben, ne, ist bei uns natürlich gegen Aufpreis möglich, gar kein Problem. Allwetterreifen von Kumo hatte ich gesehen aus 22, also ausreichend Profil noch drauf zum Fahren. Ich glaube, besser kannst du aktuell auch kein Meriva kaufen. So, jetzt gehen wir noch einen Moment ein auf die Innenausstattung. Checkheft sei ehrlicherweise gesagt, ihr seid ja von uns gewöhnt, überinspektionierte Fahrzeuge. Kann ich euch bei diesem Fahrzeug beruhigen? Es ist leider kein Checkheft mit dabei, also wir haben keinen Checkheft mit dabei bekommen. Ist so wie es ist, sei gesagt, und dann müssen wir auch nicht lügen oder sonst irgendwas. So, zack, die Zündung an, ne? Radio leise. Johann zeigt euch einmal den Kilometerstand, wenn du den raufkriegst. Sind knapp 72.000 Kilometer und hier drin auch nichts irgendwie verkratzt, vermarkt, irgendwie die Sitze abgesessen oder sonst irgendwas. Zigarettenanzünder fehlt, aber ist auch kein Raucherauto oder sonst irgendwas. Bordbuch mit dabei. Ne? Das wollen immer viele mit dabei haben. Aber ne, für uns als Autohändler aus Erfahrung, was haben wir denn hier noch drin? Aha. Ja, also die Radio-Code-Karte ist auch mit dabei, also wirklich alles hier mit dabei, wenn man die mal braucht. Ja, für uns als Autohändler immer das Problem, es wird immer für alles angerufen, ne, bei uns. Aber es gibt eigentlich bei den älteren Fahrzeugen, gerade bei den älteren Fahrzeugen, wirklich eine komplette dicke Anleitung mit dabei, wo wirklich viel drinsteht, auch in Bezug auf, wenn mal irgendwas ist oder eine Lampe angeht oder sonst irgendwas. So, Ausstattung. Multifunktionslenkrad, also hat Tasten hier mit drauf, um das Radio zu steuern. Viele Meriva mit hoher Laufleistung haben aktuell wirklich die Probleme, dass die Knöpfe schon durch sind, ne? Also dass die aufreißen. Haben wir schon überhaupt mal Meriva gehabt, ja, wo die Knöpfe aufgerissen sind? Okay. Okay. Also wir achten darauf, dass die Knöpfe, ne, in Ordnung sind, weil ich weiß, wie das ist. Es kommt jemand für ein Auto, was relativ wenig gelaufen hat, die Knöpfe sind aufgerissen, ist bei uns dann in der Regel schon raus, weil... kauft halt keiner, ne? Oder ist schwierig. So, Mittelarmlehne, ne? In der Klasse hier schon relativ selten. Wir haben das stinknormale CD30 MP3 mit AUX, muss man sagen. Ne? Also sprich, man könnte, es gibt auch ein Video bei uns auf dem Kanal, das Radio umrüsten auf Bluetooth bzw. mit einem Bluetooth-Modul. Wir haben die stinknormale Klimaanlage mit an Bord. Wir haben das 5-Gang-Schaltgetriebe. Die gab es auch nur mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe. Läuft und funktioniert alles an dem Auto wunderbar. Wir haben jetzt so keine technischen Mängel, optisch eventuell Kleinigkeiten festgestellt. Eine Sache gibt es noch, dazu steigen wir aus. Schlüssel, ne, sind ja auch meistens durch bei den Opels. Zeigen wir einmal, ist noch nicht durch. Der in einem neuwertigen Zustand, und das ist der Schlüssel, der wahrscheinlich immer gebraucht wurde. Aber Knöpfe noch nicht aufgerissen. So, Jonas, steig mal aus. Ich zeig noch was, was wir vergessen haben. Nachlackiert. Was war, wissen wir nicht, sei fairerweise gesagt. Deswegen auch dieses Fahrzeug können wir euch nicht verkaufen als unfallfrei, weil es, wie gesagt, nachlackiert ist. Ja, sollen wir darauf mal ganz kurz eingehen, was du gerade für ein tolles Telefongespräch hattest, um das mal ganz beiläufig kurz zu erwähnen. Wir werden mittlerweile, ich denke mal auch andere Händler, die eventuell bei uns auf dem Kanal zuschauen, oft angerufen. Soll ich mich vielleicht anders hinstellen? Nein. Passt das so? Und wir werden gefragt, die zweite oder dritte Frage von den Kunden ist der Kilometerstand gedreht? So, dazu nochmal für alle.
Erstens, wir drehen keine Kilometerstände. Wieso, weshalb, warum? Und gerade auch nicht in dem Bereich stellen wir uns immer die Frage, wir verkaufen hier Kleinwagen mit einem Kilometerstand unter 100.000 Kilometer. Preisbereich bewegen wir uns irgendwo 5.000 Euro plus minus. Es lohnt sich nicht, um das mal logisch zu verstehen. Viele können das da draußen vielleicht gar nicht verstehen. Es würde sich, selbst wenn wir es machen würden, nicht lohnen, Kilometerstände zu drehen. Ob das andere Händler machen oder nicht, ist uns egal. Wir machen es auf jeden Fall nicht. Und ich sag mal, lohnen würde es sich bei Fahrzeugen, die wesentlich teurer, moderner und neuer sind, als wie bei so alten, in Anführungsstrichen, Gurken, die wir hier verkaufen. Also das ist völliger Schwachsinn, bei uns anzurufen, ob der Kilometerstand gedreht ist. Viele wissen das aktuell auch nicht. Ich glaube, mittlerweile haben wir heute Morgen auch drüber diskutiert. Ich meine, es ist 2 oder sogar schon 4 Jahre so, dass beim TÜV wirklich der Kilometerstand dokumentiert wird. Und wenn du jetzt, oder beziehungsweise, ich sag mal, beim letzten TÜV hat das Auto jetzt 60.000 Kilometer gelaufen gehabt und wir fahren jetzt damit zum TÜV und das Auto hätten wir jetzt gedreht auf einen Kilometerstand, sag ich mal, von 30.000 Kilometern, wird das spätestens beim TÜV rauskommen. Ne? Das war früher nicht gewesen. Von daher ist der TÜV-Bericht heute eine sichere Sache und ich glaube, das wissen viele da draußen gar nicht, ne? Dass das heute mittlerweile eigentlich schon fast auszuschließen ist, ja, beim TÜV. So viel zum Kilometerstand. Fahrzeug packe ich euch den Link jetzt hier oben nochmal rein. Hier erscheint ein Button. Und ganz wichtig, alle unsere Links unter dem Video, unten in der Videobeschreibung, kommt ihr zu unseren Gebrauchwagen auf unserer Homepage, wo alle Fahrzeuge mehr oder weniger verfügbar sind. Müsst ihr mal schauen. Fahrzeug, wundert euch nicht, wenn ihr den sucht, ist aktuell noch ohne Fotos inseriert. Finanzierung natürlich auch bei uns möglich, macht der Johann bei uns. Individuelles Finanzierungsangebot, könnt ihr gerne vorbeikommen, könnt ihr euch vom Johann erstellen lassen. Und wie kommt ihr zu uns? Ja, wir sitzen in Duisburg-Walsum, um das mal zu erwähnen. Für die, die das nicht wissen und wer gerne vorher anrufen will, was wissen will, die Telefonnummer zu uns, zu mir oder zum Johann, ist egal, wir sind nur 2 Leute hier bei uns im Autohaus, packe ich euch jetzt hier unten in groß rein. Also, wer das Interesse, Hörer nehmen, anrufen, fragen, vorbeikommen, Auto kaufen, glücklich sein, so einfach ist das bei uns. Und ich würde sagen, wir drehen dann die Tage nochmal, wenn wir ein bisschen Luft haben, eine andere Gebrauchtwagen. Vorstellung, ne, was ihr mal sehen wollt bei uns auf dem Kanal, gerne mal unten in die Kommentare. Das soll es in dem Video gewesen sein. Bis dann, ciao.